Heute geht es um den Elements Coconut Kiss, so heißt die Molasse. Ich hatte mir mal vor schon längerer Zeit halt Puzzle-Tabak geholt. Und ja, den habe ich schon angefeuchtet und dies und das, ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe den zweimal ausgewaschen. Und ja, und dann habe ich den angefeuchtet und ja, dabei ist dann dieser Coconut Kiss rausgekommen, den ich mir bestellt habe. Ich komme gleich mal rum und zeige euch den Schnitt, wie das Ganze aussieht. Na? Na? Jawohl. So sieht das Ganze aus. Elements typisch. Ein paar Blattadern. Aber ansonsten ein paar gröbere Blätter, ein paar feinere Blätter. Sonst passt das eigentlich. Ne? Schön feucht. Super. So. Eieiei. Kann man direkt zum Geruch von dem Ganzen. Ja. Also das Ganze riecht nach einer schön süßlich-cremigen Kokosnuss. Wirklich lecker. Aber wenn man den, ich nehme mal jetzt im Vergleich dazu den Nacklack-Kokosnuss, der ist ein ganz anderes Kaliber. Da ist der lasch dagegen. Also wenn ihr an den Nacklack-Kokosnuss kommt, probiert den mal, der ist echt lecker. Den könnte ich auch permanent drauf, wenn ich ihn noch da hätte. Habe ich leider nicht, Mann. Ja. Ich hoffe, ihr seht das, ich habe ein neues Licht. Ich habe mir hier so einen netten Strahler hingestellt. Und ich hoffe mal, das Blinken in den Augen ist jetzt langsam weg. Vielleicht ist es nicht ganz weg, aber mal gucken, es wird schon besser. Ja, und zwar zu meinem Setup. Ich rauche mit dem Chinahead, das seht ihr. Einer ganzen Prigo und zwei halben momentan. Meiner Kaya PNG 550 und dem Ragahost. Ja, und dann kommen wir direkt zum Rauch. Ich hoffe, der ist noch da. Habe jetzt eine Weile nicht gezogen. Wir werden sehen. Ja, also ich denke mal, Rauch kann sich sehen lassen. Er ist ja auch feucht wie sonst was. Da braucht man, glaube ich, nichts anderes zu erwarten. Ja, geschmacklich das Ganze. Ja, mit dem Regen wird es irgendwie nicht so recht klappen. Ich weiß, ich bin ein Noob. Verzeiht mir das. Nein, Spaß. Ja, es geht doch. Ja, geschmacklich. Das ist ganz eigentlich wie ein Geruch. Schön süßlich nach einer schönen, also wirklich schönen Kokosnuss. Schön cremig, wirklich lecker, aber wie gesagt, mit dem Nacklack gar nicht zu vergleichen. Leider. Ja, aber ich gebe dafür mal eine Probierempfehlung raus, Kaufempfehlung nicht, weil das muss ja selber wissen. Ist ja nicht jedem sein Geschmack. Aber probieren könnt ihr den auf jeden Fall mal, wenn er ankommt, wenn ihr Lust habt, den euch zu mischen oder so. Dann könnt ihr das gerne mal machen. Ja. Dann, was wollte ich denn jetzt noch? Krass, jetzt habe ich wieder am Kopf und Kragen geredet, ey. Ach ja, ich grüße Vivi. Du hast dir das gewünscht. Liebe Grüße an dich. Ja, an den Felix, der jetzt eine kurze Pause machen muss, weil er kaum noch Tabak hat, der Arme. Liebe Grüße auch an dich. Und an alle anderen, Alex, an Kaschmir, an Sascha. Vielen Dank für deine Tipps nochmal. Super freundlich, super lieb von dir. Ja, fühlt euch alle gegrüßt und ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, bleibt standhaft, bleibt frisch, haut rein.